Hallo Freunde, schönen Pfingstsonntag, wünsche Kühnes Kochkanal. Ja, Frühling, das ist nicht. Ja, es ist windig, es ist frisch. Also Frühling ist es auf keinen Fall, eher Oktober. Ja, und da haben wir uns gedacht, wir holen einfach den Frühling auf den Teller und machen heute eine Frühlingspasta mit, in Parmesan-Weißweinsauce. So ist es richtig. Viel Spaß. Kühnes Kochkanal. Ja, und hier die Zutaten für unsere Frühlingspasta mit Parmesan-Weißweinsauce. Natürlich Pasta als erstes. Hier haben wir 120 Gramm Parmesan, frisch gerieben. Davon nehmen wir 100 für die Soße, später 20 Gramm ungefähr zum Garnieren. Kriege ich nicht mehr Parmesan, dann nicht. So, dann haben wir noch ca. 30 Gramm Butter. Zwei Knoblauchzehen, das sind wie viele Frühlingszwiebeln? Drei. Drei Frühlingszwiebeln. Dann haben wir noch einen halben Bund grünen Spargel, das sind ca. 250 Gramm. 100 Milliliter Weißwein, ein Trockner sollte es sein. Salz und Pfeffer zum Würzen und Kochsahne. Ja, wir machen uns jetzt an die Schnippelarbeiten, das heißt Spargel und Frühlingszwiebeln. Und dann sehen wir uns wieder. So, als erstes zerlassen wir erstmal die Butter in einer Pfanne und dann geht's gleich weiter. So, unsere Butter ist jetzt schön zerlaufen. Wir geben jetzt den Spargel rein. So. Dann kommen unsere Frühlingszwiebeln. Nichts daneben gehen. Ja, zwischendurch ist auch der Knoblauch schon mit reingerutscht. So. Ich hoffe, den finden wir nachher wieder. Der muss dann nämlich raus. So, jetzt lassen wir alles so circa 5 Minuten andünsten und dann geht es hier weiter. So, 5 Minuten sind vorbei. Wir nehmen jetzt erstmal die Knoblauchzehen raus. So. Und dann löschen wir die ganze Sache mit Weißwein ab. Ja, die ganze Sache lassen wir jetzt, nicht die ganze Sache, wir lassen jetzt den Weißwein einreduzieren und dann melden wir uns wieder. Na, so 3 bis 4 Minuten wird das bestimmt dauern. Ja, nochmal, ne? Circa 3 bis 4 Minuten. Unser Weißwein ist jetzt so gut wie einreduziert. Jetzt geben wir die Kochsahne dazu. So. Verrühren das Ganze erstmal. Und dann lassen wir die Sahne jetzt mit dem Inhalt so circa eine halbe Minute köcheln. Jetzt kommt unser Parmesan ins Spiel. So, gleich alles rein hier. So, den heben wir mit runter. Und Ablagerfläche finden. Nicht so einfach. So, wenn der fertig geschmolzen ist, dann geht's weiter. So, das Würzen darf Frau Kühne machen. Ja. Mit Salz. Und Pfeffer. So. Runterrühren. Ja, reicht. Ja, nebenbei haben wir unsere Nudeln jetzt bissfest gekocht. Ja, die kommen gleich in die Pfanne mit dazu. Dann melden wir uns kurz wieder und dann geht es auch schon ans Tellerbild. Willst du die wirklich in die Pfanne geben? Bei so viel Soße? Ich weiß es nicht. Wollen wir nicht noch auf den Teller tun und dann die Soße drüber? Ja, dann disponieren wir jetzt um. Die Pasta kommt auf den Teller.
Oh mein Gott. Die Soße drüber, ja, du hast mich jetzt total aus dem Konzept gebracht. Ich war schon dran, hier die Pasta hier reinzugeben. Okay, machen wir so, wie du willst. Ja, und dann können wir jetzt auch schon zu Tisch gehen dann, ne? Genau. Ja, kurzes Fazit. Ich bin dazu reingegangen. Draußen ist mir doch im T-Shirt etwas zu frisch gewesen. Ja, wenn wir nichts können, aber ich denke mal, Soßen können wir. Diese Parmesan-Weißweinsoße, einfach total genial und lecker. Probiert sie einfach aus. So, was gibt's noch? Auf dem Tellerbild habt ihr bestimmt gesehen. Wir haben noch ein bisschen Schinken reingemacht. Kam uns die Idee während des Kochens, haben wir noch ein bisschen Serrano-Schinken da gehabt. Muss aber nicht sein, die Pasta so ist auch okay. Lasst es euch einfach schmecken. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Über jedes Abo freuen wir uns natürlich. Und noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, was bleibt weiter zu sagen? Schöne Pfingstfeiertage noch. Bleibt gesund. Tschüss. Kühnes Kochkanal.